Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen Sie Ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Der Geistmeister. Ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Okay. Mal sehen, was passiert. Okay. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Okay. Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Schick eine WhatsApp oder so. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Wer braucht Hilfe? Wer bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still! Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Das wäre ein bisschen unheimlich, ganz ehrlich. Tja, Hannah oder Beth? Ich weiß nicht, Tipp... Hannah. Keine Ahnung. Wer spricht da mit uns? Hannah? Bist du das? Oh Gott. Okay. So ein Blödsinn. Josh, geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine, dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Okay. Mal überlegen. Entschuldigen? Ja, eigentlich entschuldigen, oder? Aber ich meine, was ist passiert? Die wissen es ja nicht. Aber eigentlich... Hannah, wenn du mich hören kannst, also wirklich hören kannst, wir alle möchten uns entschuldigen für diese Dummheit. Es war dämlich und gemein und es tut uns leid. Es tut uns so leid, Hannah. B. E. Wahrscheinlich Beth. T. L. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meint sie das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K. I. L. L. E. D. Nein. Tschüss. Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streich. Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Leid. Was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. What the fuck? Okay. Wie bist du gestorben? Hannah, was ist mit dir passiert? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Ah! What the fuck? Heilige Scheiße. Chris? Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter, es ist nicht Ich kann das jetzt nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Soll
Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Das ist verdammt gruselig. Jess? Oh. Jess! Wir sind wieder bei der Hütte. Scheiß! Hat die uns verarscht oder? Bestimmt, oder? Ich hoff's. Ich hoffe, das ist nur eine Verarschung, wa? Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns hier ganz genau um. Wo bist du hin? Vielleicht finden wir einen Totem oder so. Nicht witzig. Jess! Was haben wir denn hier? Süße! Bist du da drin? What? Okay, da geht's weiter. Ich habe nicht gedacht, dass es da weit. Okay, warte, wir gucken erstmal hier beim Auto. Jessica! Ach, komm schon. Ja, ist doch. Ah! Wow! Shit! Alter. Hätte mir fast in die Hose gemacht. What the fuck ist hier los? Das Ding da drin verloren. Wer macht denn sowas? Verrückten Arschkeks, ey. Okay. Ja, kein Problem. Gut, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich lang müssten, aber... Schatz? Licht meines Lebens? Ich schwöre... Wow! Oh mein Gott! Alter! Schlappe. Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das boah, ich ey! Ich will das nicht! Nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald. Das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich wohl mehr anstrengen. Du willst also mehr? Dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Predator? Sind wir hier bei Alien vs. Predator gelandet oder was ist hier los? Ja, Moment. Alter, Spiel. Verwirr mich jetzt nicht. Es gibt da noch... Es gab auf jeden Fall noch einen anderen Weg. Den will ich eigentlich auch noch gehen, ehrlich gesagt. Ja. Ich gucke mich jetzt hier einfach nochmal um. Kann ich nochmal die Brücke zurück? Alter, what the fuck? Wo gehen wir jetzt hin? Ist das hier richtig oder ist das hier falsch? Alter, wo bin ich denn jetzt? Vor allem, was ist das für eine Brücke? Ich geh einfach hier wieder weiter lang. Keine Ahnung, wo wir hinkommen. Nochmal umdrehen. Ist hier irgendwo irgendwas, was wir vielleicht hätten sehen können, müssen? Nein. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier lang gehe, ganz ehrlich. Hier war ich aber auch noch nicht, oder? Ne. Fußspuren. Ah. Ah, hier bin ich, okay. Ja, dann gehen wir nochmal hier lang. Wobei, das könnte der richtige Weg sein, oder? Hier ist auf jeden Fall noch ein Totem, das nehmen wir mit. Boah, der Mike, ey, der findet aber auch die ganzen... Oh. Verdrückt. Witzig. Er ist ein Scherzkeks. Richtiger Clown ist das. Gefahrtotem. Okay. Elche. Wapitis. Wenn, dann können wir sie auch richtig spielen. Ach, hier geht's hier nicht weiter? Ne? Okay. Gut, wir hätten natürlich auch erst hier lang gehen können, bevor wir dann nach hinten gehen, aber okay, naja, mein Gott.
Hätte uns im Grunde ein bisschen Zeit gespart, dann hätte ich nämlich nicht nochmal komplett zurückgehen müssen. Aber ist letztlich ja auch völlig egal. Wurst, ne? Wurst. Mit richtig viel Käse. Gut, dann werde ich gleich an dieser schönen Gabelung den linken Weg nehmen. Warum kann ich mir das nicht angucken? Das ist doch auch ein bisschen komisch hier, das Ding. Naja. Weil das kann ja nicht das sein, mit dem, die mich erstreckt hat. Das hat sie ja nicht die ganze Zeit jetzt mitgetragen. Naja, egal. Ja, wir gucken die ganze Zeit auf den Boden, weil es könnte ja was Wichtiges sein. Geld oder so, weiß man nicht. So, wir gehen jetzt mal hier lang. Wir müssten eigentlich dann da hinten rauskommen. Hoffe ich. Weil ich weiß auch nicht, ob wir über die Brücke sollen. Könnte natürlich durchaus sein, ich weiß es nicht. Okay. Jetzt, ja, immer hier. Wieder mal. Aber hier gibt es nichts, hier ist nicht noch ein Totem. Ich meine, oh doch. Okay. Natürlich ist hier noch ein Totem. Wir reden von Mike. Mike. Irgendwas hat hier gerade geklappert. Mike findet doch die ganzen Totems. Er ist der Totemfinder. Okay. Keine Ahnung, wer das war. Wobei, warte mal, das könnte vielleicht Sam gewesen sein. Aber auch irgendjemand anderes. Ich habe übrigens, weil ich ja gerade, bevor das Kapitel angefangen hat, hatte ich nochmal eine kleine Pause gemacht. Es gibt ja diese schönen Bonusinhalte. Ja, die gibt's auch. Aber die meinte ich gar nicht. Es gibt das hier. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie einsch... Und wurden wahnsinnig. Mörder. Okay. Und vielen Jagden. Unfassbar weit entfernt. Das war's. Wir wissen da noch nicht alles, also wir müssen alle Totems finden und dann wird uns die komplette Geschichte sozusagen offenbart. Werde ich wahrscheinlich jetzt nicht schaffen. Das ist ein echtes Winterwunderland hier draußen. Mhm. Du weißt, ich hab's drauf. Ja, aber kurz mal jemand angerufen, gar kein Problem, weißt du? Gar kein Thema. Okay. Ich finde das irgendwie cool, dass wir die Taschenlampe hin und her bewegen können. Das Geräusch, das ignoriere ich jetzt völlig. Nein, nein, alles. Ich habe nichts gehört. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Ja. Eichhörnchen, die hören sich so an. Abartig. Die schreien immer so laut. Was? Hörst du das? Nein. Hallo? Jemand da? Also irgendwas ist hier. Vielleicht der Typ? Das Vieh hat uns fast umgebracht. Ja, aber auch nur fast. Mein Gott, bleib geschmeidig, alles gut. Ich beschütze dich doch. Zum Glück hat sie nicht gesehen, dass der Schnee gelb wurde. Hat was. Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Ja, geil, ne? Die Hütte. Sie ist toll. Yeah. Richtig nice. Ja, hier kann man es sich gut gehen lassen, ne? Oh, was haben wir denn da? Ein bisschen Spaß muss sein. Oh, wobei. Ah! Oh mein Gott! Ah! Ah! Oh. Oh. Nein! Oh. Hör auf!
Oh mein Gott, Jess! Wag es nicht, mich jetzt auszulachen! Die Rache ist mein! Oh nein, das ist nicht fair! Ausgleichende Gerechtigkeit, so. Meine Liebe. Ich hab dich nur erschreckt und nicht völlig durchnässt. Hey, ich werde tun, was ich nur kann, um dich aufzuwärmen. Und dann beeil dich aber mal. Unterschätze meine Aufwärmkünste nicht. Gut, zur Verteidigung. Sie hätte ja jetzt nicht da reinfallen müssen. Kann ja auch nichts für, ey. Gibt's hier noch mehr? Komm, hier gibt's doch noch mehr, oder? Ich hab's im Urin. Komm schon, hier gibt's noch mehr. Was ist da oben? Ach, das ist die Lampe von draußen. Egal, hier gibt's trotzdem... Hier gibt's nichts mehr. Warum gibt's hier nichts mehr? Das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Hier muss noch mehr geben. Kamera, änder dich, Kamera, los. Hier gibt's noch irgendwas. Komm schon. Ich will, dass es hier noch was gibt. Es gibt nichts mehr, verdammt. Ich hab's doch gleich gesagt. Gar keinen Sinn gemacht, hier nachzugucken. Trotzdem, schönes Haus. Das würde ich auch gerne haben und da drin wohnen. Ist toll. Ich gucke auf den Boden. Der Boden ist gut. Ah, hier geht's gar nicht lang. Komm schon, wir müssen noch einen Toten finden. Was ist mit den Tieren los? Sind die alle bescheuert oder was? Alter. Was ist das? Ich will's gar nicht wissen. Okay, das war Petey wahrscheinlich, was wir gerade gesehen haben, ist tot. Alter, das war kein Bär. Verdammt! Echt furchtbar. Shit, ich glaube nicht, dass er durchkommt. Ne, was soll ich ihn beruhigen? Der stirbt. Okay, Mann. Hey. Ich bring das jetzt schnell zu Ende, okay? Oh, nein, nein, nein. Nein. Okay, okay. Gott. Wie soll ich? Ich kann nicht hinsehen. Okay, okay, okay. Okay. Mike, was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab! Oh mein Gott, was ist das denn? Keine Ahnung! Eine Brücke, Keller! Oh, jetzt muss ich hart drücken. Was zur Hölle war das bitte? Ein Predator, alles klar. Ich verstehe. Abkürzung, komm. Wir kürzen ab. Das wird. Ich bin gut im Klettern. Und Bergsteigen. Oh Gott, jetzt muss ich mich konzentrieren. Oh, heilige Scheiße. Ich dachte, den zu töten wäre eine gute Idee, weil ich meine, der leidet ja sowieso nur. Oh weh, ich falle jetzt runter. Ich hasse das Spiel, wenn ich jetzt hier runterfalle wegen dir. Alter. Komm, wir helfen ihr. Komm schon, wir müssen weiter. Ja, mein ja. Gut, sie können. Sie können natürlich auch selber aufstehen, aber trotzdem. Zeit. Mhm, alles klar. 100%, 100%, 110. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie ein Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, nee. Garantiert. Never ever war das ein Bär. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Oh. Das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Natürlich. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung.
Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja, my lady. Kann dir mal den glühenden Speer zeigen. Ist vielleicht Beleuchtung genug. Eine Lady, sind wir hier, weiß nicht. Eine Lady schuldet drei Leben.